Hallöchen und willkommen zurück im Chaos Park. Furchtbar. Ehrlich, letzte Folge macht mich immer noch ein bisschen sehr fertig. Okay, ich habe gesagt, Indominus Rex. Will ich natürlich einen neuen haben, ist ja. Geht ja gar nicht anders. Oh, ich drücke immer die falschen Tasten. Das wäre weiß. Savannemuster, das war, glaube ich, dieses dunkle, ne? Hoppala. Ich habe mein Handy vergessen, auf Dings zu machen. Ich will eigentlich... Ich glaube, das lassen wir. Den Rest lassen wir einfach original. Weil, ja. So. Das hätten wir. Dann reißen wir die Schiete hier noch ab. So. So, irgendwie, ne? So, Wasser. Vielleicht hier auch Wasser. So. Dann passt das soweit schon mal wieder. Ausbrüten, freilassen und in einem Gehege unterbringen. Ich weiß nicht wie. Das tötet sich alles. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Bis dahin war eh der nächste Tornado da und dann ist eh vorbei. Oh, der Brach lebt noch. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, was macht denn ein Raptor da drin? Was sind ja die Gullies? Das sind nur noch zwei, glaube ich, ne? Oder? Passt schon. Wird schon passen. Vielfalt ist so ein Thema. Die waren doch bestandtechnisch, ja. Die wollen nicht mehr viel. Die schnattern. Weiß nicht, vielleicht nochmal ein Triceratops dann oder so. Ich habe auch keine Möglichkeit, noch ein Gehege zu bauen. Diese Insel ist so winzig. Mäh. Ja. Und selbst das zu verkleinern, das Gehege, die sind, ja. Ich weiß nicht, ob ich noch hätte mehr rausholen können. Ich brauche ja auch so viel Strom. Ja, und selbst, ich könnte ja auch nicht mal mehr Strom hinzufügen. Das kommt ja auch noch dazu. Es geht ja nichts mehr. Nichts. Ich meine, ich könnte hier schon noch ein Popelgehege hinbauen, aber... Ja. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Oder? Mal. Ist nicht so einfach. Ups. Das
So, mal wieder ein bisschen was erforschen. Boah, bin ich froh, wenn wir die Insel hinter uns haben. Die nervt mich. Die nervt mich echt hart. Hätte ich nicht gedacht. Oder könnte man eventuell die Straße hier ein bisschen näher dran? Und das dann näher dran und dann hier doch so ein kleines Gehege? Weiß ich nicht, ob ich das gerade riskieren will. Vielfalt. Die Gäste sind zufrieden. Aber das ist nicht so gut. Ich meine, wie viel? Ich hatte 18 schon, ne? Stirbt mir die Hälfte weg. Ein paar habe ich verkauft. Oh. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Bin mir gerade nicht sicher. Die sind wahrscheinlich alle einzelgängerisch. Hatschi vielleicht mal. Ist nicht so teuer. Müssen wir ausprobieren, ansonsten verkaufen. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Wie viele Besucher habe ich denn? 1200 knapp. Ist nicht die Welt? Oder aber wir bauen den Weg dann auch nochmal. Das könnte ich eventuell machen. Ich probiere es einfach mal aus. So, dann können wir den Weg hier wegrubbeln. Und könnten hier eventuell sogar echt noch ein Mini-Gehege hinkriegen. Aber halt wirklich nur ein Mini-Gehege. 500.000, 500.000, oh Gott. 500.000. Naja, früher oder später müssen wir das ja so oder so lernen. Und dann sehe ich, könnte man das hier auch nochmal verkürzen. Dann kann man nämlich das hier wegmachen. Aber dann bräuchte man da auch eine Beobachtungsgalerie oder so. Das kriegen wir da doch nicht hingebaut. Als ob. Sowas wäre gut. Hoppala. Drehen. So. Ja, theoretisch.
Nein, noch nicht. Noch nicht. Oh Gott. Da ging es gerade irgendwo. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Ja. Füge Aufgabe hinzu. Also so leid es mir tut, aber nein, ich wollte ja. Er ist Pachycephalosaurus. Er ist auffallend dickköpfig. Wie einige Leute, deren Namen ich an dieser Stelle nicht nennen werde. Ich wollte ja Einzeltiere haben. Bestenfalls. Damit wir noch ein bisschen Vielfalt in unser kleines Gehege da hinten kriegen. Nö, ich denke, das passt dann. Diese eine Plattform müsste reichen. Millimeterarbeit hier. So. Was war das denn? Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier auch irgendwie Wasser reinkriegen. Ohne Wasser geht gar nichts, leider. Ja. Okay. Wo genau? Er ist auf Futterstation unterwegs. Bestätige Aufgabe. Gut. Unterwegs zur Futterstation. Kommt auf die Liste. Gut. So, füllen wir alles nochmal auf. Nachschubanfrage erhalten. Kein Problem. So, und den hier. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, jetzt bin ich gespannt, was der sagt. Vielleicht haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Darum sollten sie so denken wie sie. Der will mindestens zu zweit sein und der will viel Wald. Ist also auch nicht unbedingt optimal. Einverstanden. Der Camarasaurus repräsentiert die Vielseitigkeit des späten Jura. Er ähnelt anderen Sauropoden, hat aber einen größeren Schädel. Stimmt. Anfrage bestätigt. Ja, das wird dann nicht so einfach. Wobei wir den Bronto auch hier reinpacken könnten, ne? Wir brauchen aber noch einen zweiten davon. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Dann machen wir da vorne halt nochmal, nein. So, Herbivorengehege. Ist doch auch nicht schlecht.
Dann brauchen wir aber definitiv das. Ist halt ein bisschen kleines Gehege, aber für zwei Brontos und vielleicht ein paar kleinere. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Sollte doch eigentlich hinhauen. Kriegen wir das mit der Vielfalt auch wieder hin. Solche Tiere dürfte ich halt eigentlich gar nicht mehr machen, weil die immer viel zu wählerisch sind. Idealer Bestand 3 bis 11. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So. Beginne Produkttransport. So. Okay, das dauert noch ein bisschen. Müssen wir jetzt leider noch ein bisschen warten. Aber ich gucke halt jetzt besser schon mal, was ich machen kann, damit wir die 5 Sterne... Wofür brauchen wir die 5 Sterne denn noch? Gott. Den kriegen wir noch. Auch. Dieser Auftrag scheint wichtig zu sein. Sie sollten ihn in Betracht ziehen. Egal, was der Grund dafür ist, aber dieses Verlangen, die Dinosaurier zu beherrschen, das ist unser Fehler. Wir brauchen ihr Vertrauen. Und sie gegeneinander aufzuhetzen, hilft uns dabei nicht. Bla bla bla, ja. Okay. Theoretisch... Könnten wir den Indominus Rex vielleicht, ja, gegen wen kämpfen lassen? Dann haben wir 2 Kampfsiege. Oh Gott, das dauert viel zu lang. Aber hey. Okay, alles frisch aufgefüllt, allen geht's gut. Es kommt eh gleich wieder ein Sturm mit einem Tornado. Es ist echt schlimm. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Sehr spät, aber okay. Ja, warten ist irgendwie so... Warten. Doch, ich hoffe, das geht mit dem Gehege. Das kriegen wir aber auch gar nicht noch woanders hingezimmert, ne? Ja... Da müssen, ja. Und so wie ich das Terrain kenne, klappt das halt auch nicht, dass ich das hier oben hinsetze.
Das wird nicht funktionieren. Ist immer noch sehr steil, ne? Aber es geht. Ist doch super, wenn sie mit uns zufrieden sind. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, ein kleines bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Ja, ist halt doof. Bei anderen Inseln konnte ich halt in der Zeit auch bauen, ne? Aber jetzt kann ich überhaupt nichts machen. So viel zum Thema. Jetzt wird wieder das Chaos ausbrechen. Beeindruckende Arbeit. Isla Pena ist nicht einfach, doch Sie haben sich gekonnt darum gekümmert. Durch Ihren Ruf bei der Sicherheitsabteilung haben Sie sich eine Belohnung verdient. Ja. Das sieht schon wieder stark nach einem Tornado aus. Nur fraglich, wo er diesmal auftaucht. Hier. Irgendwo. Oder? Was für ein Gebäude wurde denn beschädigt? Ach, das. Kein Tornado? Ich bin positiv überrascht. Die immer zusammenfallen. Das ist so scheußlich. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, wenn die beiden in der Luft sind, können wir den Indominus Rex freilassen. Inwiefern sieht der jetzt anders aus, dass der Streifen hat? Wird schon richtig sein, ne? Huch, wollte ich nicht. So. Okay, Tyrannosaurus Rex. Härte der Zähne. Mache ich alles andere auch Standard. Alles andere mache ich Standard. Okay. Ceratosaurus mit aggressivem Verhalten. Ceratosaurus. Halt, stopp.
Den habe ich noch gar nicht. Aber den Metriacanto. Scheiße, jetzt habe ich ihn. Woher kriege ich den jetzt nochmal? Nano-Cerato? Kriege ich den her? Oder habe ich den doch schon? Hä? Ceratosaurus. Bin ich jetzt doof? Baryonyx? Ach da. Mann, was ist los mit mir? Jetzt weiß ich nicht mehr mit welcher. Aggressives Verhalten, okay. Aggressives Verhalten. Ja, das könnte ich eigentlich mal machen, oder? Wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Hole Produkt ab. Wie die da immer liegen. Das ist göttlich. So, Metriacanthosaurus. Erhöhte Knochendichte. Hier. Modifizieren. Erhöhte Knochendichte. Ah, okay. So, jetzt langsam erwischt es mich dann doch wieder. Mit meinem Hals. Okay, dann haben wir alle drei da drin. Alle drei. Ich bin schon ein kleiner Fan von Indominus Rex. Ja, hast ein neues Zuhause. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Entschuldigung. Nach meinem Hustenanfall muss ich erstmal was trinken. So, neu. Ne. Das ist sehr nice. Tatsächlich würde ich das nämlich echt gerne machen. Aber Stromzaun, das könnte. Zu einem Dinosaurier? Okay. Das könnte tatsächlich noch Probleme geben. Wir haben keinen Strom mehr übrig. Wir haben keinen Strom mehr übrig. Und ich habe hier ja schon alles reingemacht. Oh. Okay, damit können wir eventuell noch ein bisschen was rauskitzeln. Aber viel wird es trotzdem nicht mehr sein. Ich habe keine Möglichkeit, noch weiter ein Ding zu bauen. Ich
hasse diese Insel. Vielleicht... Weiß ich nicht, wenn man es nicht rundum macht, dann macht das auch keinen Sinn. Behaupte ich jetzt mal. Oder? Gleich ist der Strom doch eh gleich wieder komplett weg. Ah. Euch geht's gut? Oh. Oh, kein Wald. Die wollen ja so viel Wald. Okay, Entschuldigung. So besser? Ich glaube, die brauchen viel, viel mehr Platz. Ist halt scheiße. Oh, es tut mir so leid. Kein Problem. Du musst sie so verkaufen. Das haut dann halt nicht hin. So, alle drei fertig. Oh Gott. Oh Gott. Mal sehen. In einem Gehege unterbringen. Wir alle tun Dinge aus verschiedenen Gründen. Manchmal verstehen wir sie selbst nicht. Aber wenn sie auf Erfolge aus sind, haben sie auf Isla Pena bereits alles erreicht. Ansichtssache. Hier. Annehmbares Wohlbefinden. Okay. Diese Exemplare hier sind Auftragswerke und für den Export bestimmt. Also sollten wir unser Allerbestes geben. Export? Ist das nicht Irrsinn? Bereiten die denen nicht schon auf den Inseln ausreichend Probleme? Anfrage bestätigt. Das ist ja auch eigenartig. Stromausfall. Ernsthaft. Ich mach das wieder weg. Das ist irgendwie doof. Ich meine, ich hätte es gerne gemacht, aber es geht halt nicht. Die ist wirklich krank. Aua. Ranger-Team. Bestätigt.
Einverstanden. So. Mit diesem versteckten Hustenanfall muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Toodaloo.